Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, wir sind genau hier im letzten Video stehen geblieben und wollten jetzt mal schauen, ob wir das jetzt mit dem Kompass hier hinbekommen. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt da erwartet. Ich befürchte allerdings, da das ein Rätsel ist, dass es wahrscheinlich länger dauern wird. Wir haben ja in der letzten Folge Zahlen aufgeschrieben. Die habe ich auch so ein bisschen studiert jetzt in der Zeit, bevor ich jetzt hier die Aufnahme wieder gestartet habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, dass die was damit zu tun haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, aber ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt hier machen sollen. Deswegen, wir haben jetzt die Schrauben. Ich weiß nicht, ob wir die hier irgendwo dran halten können oder an dem... Oh, Moment. Okay, wir können die anscheinend draufsetzen. Passiert nichts. Okay, wenn man draufklickt, passiert dann nichts. Was ist denn, wenn wir die jetzt hier draufsetzen? Seltsam. Offenbar bewegt sich die Kompassnadel erst, wenn ich den Knopf drücke. Ich scheine einen Mechanismus ausgelöst zu haben, aber noch ist nichts passiert. Okay. Passiert nichts. Also es geht wohl nur einmal. Also denke ich mal, dass wir die Schrauben benutzen müssen. Ich probiere das mal eben. Aber was ist denn da? Geht der dann hier hin? Dann geht der nach unten. Wenn ich die jetzt wegmache, geht er nach oben. Okay, also der muss sich dann anscheinend entscheiden, wenn beide drauf sind, in welche Richtung der geht. Okay, jetzt ist die Frage, wenn der jetzt aber nur hier zwischen geht, so wie es aussieht. Ich könnte das jetzt hier nochmal eben ausprobieren. Dieses Knirschen klingt, wie wenn ich zu Hause am Tresor meines Vaters eine falsche Kombination eingestellt habe. Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder von vorn anfangen. Okay, dann wird es aber auch zurückgesetzt. Okay. Okay, also wir haben 7,5. Das heißt, hier ist die 6, da ist die 7. Der müsste eigentlich nach hier. Das heißt, theoretisch müsste ich die Schrauben hier anbringen. Aber er geht ja jetzt nur hier drauf. Man kann auch nichts verstellen. Also wir können es mal ausprobieren. Wahrscheinlich ist es falsch, weil wir die 7,5 nicht treffen. Vielleicht müssen wir das irgendwo anders dann benutzen oder so. Wir probieren es einfach mal aus, dass wir jetzt das auf die 3 setzen. Ach so, oder auch nicht, weil das jetzt nach unten reingesprungen kommt. Das auf die 3 setzen. So. Und 10,5 wäre dann ja hier. Das können wir aber wiederum nicht einsetzen. Das ist doch blöde gemacht. Ich probiere es trotzdem einfach mal. Und 6 wäre dann ja unten. Aber ob das jetzt funktioniert, ich habe keine Ahnung. Oh. Ein Geheimfach. Okay, das hat funktioniert. Da liegen ein paar alte Dokumente und eine Filmrolle drin. Ich werde mir die Unterlagen gleich mal anschauen. Vielleicht sind die ja noch von meinem Vater. Ja, tatsächlich. Er beschreibt, dass die Expedition von 1958 anscheinend keine Erklärung liefern konnte, warum sich das Pflanzenwachstum hier seit der Katastrophe von 1908 so stark verändert hat. Auch der von Regierungsseite erhoffte Fund eines Meteoriten als Ursache für die verheerende Explosion blieb aus. Daher konnten weder mein Vater als Expeditionsleiter noch der Biologe Ken Morangi zu einem eindeutigen Schluss kommen, was von offizieller Seite anscheinend gar nicht gern gesehen wurde. Oh, und von Oleg ist hier auch kurz die Rede, aber anscheinend war er nicht sonderlich wichtig. Das sollte ich ihm besser nicht erzählen. Jahre später untersuchte mein Vater als Geologe an der Akademie der Wissenschaften in Moskau ein seltsames Metallstück, das in der Tunguska-Region gefunden wurde. Er konnte dabei dessen nicht-irdische Herkunft nachweisen, was der Meteoritentheorie neuen Aufschwung gab. Allerdings entdeckten er und sein Kollege Manuel Perez bei weiterführenden Analysen Spuren, die auf eine Bearbeitung des Materials hinwiesen.
Als sie ihre Entdeckungen in der Kalenko-Expertise veröffentlichen wollten, wurde diese völlig überraschend zurückgewiesen und man untersagte ihnen jegliche weitere Untersuchung des Gesteins. Als mein Vater trotzdem weitere Nachforschungen über die Vorkommnisse in der Tunguska-Region anstellte, warf man ihn daraufhin sogar aus der Akademie der Wissenschaften. Die letzten Eintragungen sind dann von 1977. Offenbar haben er und Manuel Perez sich auf eigene Faust in die Tunguska-Region begeben. Sie hofften, hier weitere Bruchstücke des seltsamen Materials zu finden, um ihre Untersuchungen weiterführen zu können. Mit welchem Ziel und was daraus geworden ist, steht hier aber nicht. Außerdem würde mich brennend interessieren, was mit diesem Bruchstück los ist. Einerseits wohl nicht irdischen Ursprungs, andererseits wurde es bearbeitet. Das würde bedeuten... Der alte Ewenke hat doch auch was davon erzählt, dass sein Sohn irgendein Metallstück im Wald gefunden hatte und dann plötzlich verschwand. Würde ja dazu passen, dass mein Vater aufgrund seiner Analyse sogar von der Akademie der Wissenschaften verwiesen wurde. Hoffentlich finde ich auf der Filmrolle noch ein paar Antworten. Okay, also das Rätsel hat zum Glück jetzt doch nicht so lange gedauert, wie ich eigentlich gedacht hatte. Aber ich gucke jetzt zur Sicherheit nochmal nach, da ist wahrscheinlich nichts Lea. Mehr drin. Ja. Aber es ist doch schon eine sehr weitreichende Ausführung. Dann schauen wir doch mal, was sich hier noch drauf befindet. Jetzt sagt mir bitte... Ah nee, das muss ja abgerollt werden, ich wollte gerade sagen. Ein 8 mm... Ja, ich weiß. Mist, die Birne ist durchgebrannt. Nein! In dieser Einöde eine Ersatzbirne zu besorgen, wird wohl nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Können wir das irgendwie damit benutzen? Nee, ne? Müssen wir hier einen speziellen Punkt treffen? Moment. Projektor, Fenster? Nö, also da ist anscheinend kein spezieller Punkt. Ach, ja. Es hätte so schön sein können, ne? Es hätte so schön sein können. Das Ding abfackeln, glaube ich, ist auch keine Lösung. Obwohl, ich kriege gerade schon irgendwie Aggressionen. Ja. Eine Birne. Woher sollen wir jetzt eine Birne bekommen? Können wir hier irgendwas... Nee, fenstermäßig wahrscheinlich auch nicht. Durch das einfallende Sonnenlicht sieht die Hütte zumindest ein bisschen freundlicher aus. Wen interessiert das, wie die Hütte aussieht? Da ist nur der Kompass, da ist nur das. Jetzt bin ich ehrlich gesagt doch ziemlich enttäuscht. Ich habe gedacht, wir kämen jetzt dem Ganzen mal ein bisschen näher. Ich habe hier aber auch nichts übersehen. Da ist nur Wasser drin. Ein alter Trinkwassertank. Damit haben wir schon magnetisiert. Den haben wir schon zum Laufen gebracht. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas ist. Hier haben wir die Schrauben geklaut. Die brauchen wir also nicht mehr. Das letzte bisschen Diesel ist jetzt raus. Der LKW ist schon fast bemitleidenswert. Wow, was für ein Monstrum. Ja. Ich hätte normalerweise gesagt, ob wir vielleicht irgendwie eine Glühbirne von dem Auto nehmen können oder so, aber... Ja, hier werden wir wahrscheinlich gar nichts finden. Die Anlage wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film. Kaum vorstellbar, dass sie schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben soll. Ob ich wohl jemals hinter ihr Geheimnis kommen werde? Tja. Der Fluss stürzt hier bestimmt 30... Tja. Ach, das ist doch scheiße. Das muss ein Nebenarm der Stadt... Keine Ahnung, ich bin verzweifelt. Ich versuche jetzt schon wieder alles mit allem zu kombinieren hier. Also ich hätte jetzt normalerweise gesagt, Glühbirne, nehmen wir uns einfach was vom Auto. Kann man da nicht irgendwie einfach gegenhauen oder so? Gegen das Wrack? Kann man den explodieren lassen? Obwohl, der ist ja nicht mal allzu viel drin, hat sie ja schon gesagt. Hm. Eine Glühbirne ersetzen. Wie zur Hölle will man hier eine Glühbirne ersetzen? Ich weiß, das Fenster... Ich hätte sich auch nichts geändert, dass man andere Punkte bekommt oder so. Nee.
Moment. Ah, ist das mit der Scherbe jetzt neu oder habe ich das jetzt die ganzen Mal übersehen? Ich Idiot. Moment. Ah, oh, nee, das kann ich auch nicht machen. Ich habe die Folie mal um die Glasscherbe gewickelt. Okay. Durch die Alufolie ist die Scherbe jetzt nicht mehr durchsichtig. Ja, verstehe ich nicht so ganz, aber wenn wir damit einen Projektor reparieren können. Ja, das müsste funktionieren. Da es hier drin ja recht dunkel ist, sollte der mit der Spiegelscherbe verstärkte Sonnenstrahl als Lichtquelle ausreichen. Okay. So, Manuel, die Kamera läuft. Ich muss aber noch mal wohin. Komme gleich wieder. Manuel? Manuel! Hat er da jetzt drauf gepinkelt oder was? Was war das denn? Ein Blitz? Oder Wetterleuchten? Okay. Und was war plötzlich mit diesem Manuel Perez los? Oh. Hörte sich nach einer Explosion an. Ich sollte mal nachschauen, was da los ist. Sieht so aus, als sei die halbe Station in die Luft geflogen. Werden wir jetzt wieder entführt? Los, los, bewegt eure Arsche! Die Eindringlinge müssen noch ganz in der Nähe sein, die kriegen wir! Ausschwärmen! Oh, mein Kopf. Was war das eben? Fühlte sich an, als ob jemand in meine Gedanken... Da vorne ist jemand! Schnappt sie euch! Verdammt, ich muss hier weg. Okay, Nina, nimm die Beine in die Hand und geh flüchten. Genau, überhaupt nicht übertrieben. Kein Problem. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich auffangen werde, wenn du mal am Abgrund stehst. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben nur gesehen, dass Teile der Forschungsstation in Flammen standen. Und dann war plötzlich alles voller Soldaten. Viel mehr weiß ich auch nicht. Da waren plötzlich zwei seltsame Gestalten, die wie aus dem Nichts vor mir auftauchten. Vom FSB? Nein, das waren keine Agenten. Ich bin mir nicht mal sicher... Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Menschen waren. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war eigentlich eher ein Gefühl, das sie bei mir verursacht haben. Was wollten die denn? Haben sie was gesagt? Sie haben nicht wirklich gesprochen. Es waren vielmehr Stimmen in meinem Kopf. Es war, als ob sie nach einer Antwort suchen würden. Was für eine Antwort? Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Erst war es, als ob mein Kopf explodieren würde. Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt. Und dann wusste ich auf einmal, dass ich ihnen alles sagen wollte. Es war plötzlich so klar. Du hast ihnen alles verraten? Nein. Bevor ich irgendwas sagen konnte, kamen die Soldaten. Und die beiden Gestalten verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Wo fliegen wir eigentlich hin? Sergej hat mittlerweile herausgefunden, dass dein Vater nie in Moskau war. Es sieht also fast so aus, als sei die ganze Reise nahezu vergeblich gewesen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass mein Vater aus irgendeinem Grund entführt wurde, der mit dieser Tunguska-Katastrophe zu tun hat. Wieso? Ich habe alte Unterlagen meines Vaters gefunden. Wenn ich die nicht völlig missverstanden habe, dann war er irgendeiner ganz großen Sache auf der Spur. Und ich habe einen Namen. Manuel Perez. Er war damals dabei und wir wissen ja auch ungefähr, wo er sich jetzt aufhält. Ja, in einer Klapsmühle auf Kuba. Tolle Spur. Aber einen Versuch wäre es wert. Und wir haben ja auch noch einen zweiten Namen auf der Liste, diesen irischen Biologen Ken Morangi. Stimmt. Ich weiß, dass ich von euch beiden schon unendlich viel verlangt habe.
und tief in eurer Schuld stehe. Und ich könnte gut verstehen... Hör auf zu schwafeln. Wie ist dein Plan? Du nach Kuba, ich nach Irland? Das würdest du wirklich? Du kannst dich ja mal bei Gelegenheit revanchieren. Mit einem heißen Kaffee zum Beispiel. Max, du bist ein Schatz. Vergiss das nur nie. Deutschland! Oleg, ich bin sonst nicht so, aber was soll ich machen? Außer euch beiden habe ich keinen, der mir helfen könnte. Und wenn mein Vater... Ist schon okay. Wir helfen dir gerne, ehrlich. Also mach dir um uns keine Sorgen. Konzentrier dich lieber auf deinen Vater. Ja, okay. Die Nervenklinik haben wir ja schon mal gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Paris noch hier ist. Warum sollte er nicht? Ich muss jetzt aber erstmal ein paar Formalitäten erledigen. Kommst du so lange ohne mich zurecht? Klar. Die 20 Meter bis zum Empfang kriege ich auch alleine hin. Geh ruhig, ich komme schon klar. Gut, dann bis später. Habe ich hier irgendwas verpasst? Seht ihr auch die Frau direkt über meinen Kopf, die hier hinten die ganze Zeit am Rumtanzen ist? Ist das jetzt eine Insassin oder gehört die jetzt dazu? Also, als Krankenschwester oder so. Oh, wir können auch umschalten, sehe ich jetzt gerade. Wir können mit Max spielen. Okay, also da ich, nein, andersrum, ich bin hier gerade noch völlig perplex, da das ja jetzt wieder ein völlig anderer Abschnitt zum Spielen ist, würde ich sagen, dass wir hier wirklich mal einen kleinen Cut machen und die Folge erstmal beenden und dass wir dann in der nächsten Folge hier weitermachen. Das ist gerade ziemlich köstlich, würde ich sagen. Und mich würde auch interessieren, wo der Max ist, aber ich möchte jetzt noch nicht draufdrücken, damit ich da nicht irgendwelche Sequenzen vielleicht auslöse oder irgendwas, das wäre natürlich dann auch blöd. Wir werden dann in der nächsten Folge erstmal mit Nina soweit weiterspielen und ja, dann mal schauen, ob wir vielleicht mal zu Max wechseln müssen, dass er irgendwas rausfinden muss, parallel, kann ja auch sein, oder ob wir das hintereinander spielen können. Der hat übrigens eine sehr, sehr gute Sitzposition, der Kerl hinter mir, der hat auf jeden Fall einen geraden Rücken. Nein, das ist jetzt nicht als Scherz gemeint, aber das kam jetzt gerade so ein bisschen komisch rüber. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.